gerade so ein bisschen traurig gestimmt. Ich habe mir jetzt auch schon Gedanken gemacht, was mache ich, wenn es jetzt wirklich gar nicht mehr spielbar ist. Sie ist nicht verloren und werden mit dem Let's Play hier erstmal aufhören. Hey und ganz herzlich willkommen zum vierten Teil des Let's Plays der Familie Granger. Ich bin Akisha und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und ich hoffe auch, dass der Ton jetzt auch endlich etwas besser ist, denn vor ein paar Tagen kam mein neues Mikrofon an und heute ist es soweit, dass ich es auch endlich benutzen kann. Aber zum Let's Play, der letzte Part war sehr chaotisch. Wir mussten relativ viel umbauen und machen und tun, bis endlich alles funktioniert hat. Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren, bis auf der Kamin unten im Wohnzimmer, aber das finde ich persönlich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter schlimm. Wir hatten ja gesagt, dass wir in diesem Part auf jeden Fall den ersten Arbeitstag mit Peter verbringen wollen und auch den ersten Schultag mit Valerie. Ihre Hausaufgaben hatte sie ja fertig gemacht, hat auch schon ihr erstes Gemälde zu Ende gemalt, was sie auf Plopsy angeboten hat. Und die Qualität ist schlecht. Ich bezweifle, dass das jemand haben möchte. Obwohl ich sagen muss, dass ich es eigentlich total süß finde. Verstehe nicht, wieso die Qualität da schlecht sein soll. Aber sie ist auch schon an ihrem nächsten Meisterwerk dran und unterhält sich nebenbei ein bisschen mit Liz, die natürlich auch wieder fleißig am Sims spielen ist. Ich habe gerade so einen Sprachfehler, es tut mir leid. Ja, der gute Peter schaut mal wieder Fernsehen, mal wieder den Kochkanal, wie soll es auch anders sein. Es ist halt seine große Leidenschaft, das Kochen, er liebt es. Und vielleicht findet er ja noch das ein oder andere Rezept, was er noch nicht kennt und kann dann noch ein bisschen was lernen. Und ich meine, das sollte ja gerade für den Job bei ihm auch gar nicht so verkehrt sein. Denn eigentlich, ja, müsste er einen höheren Schreiblevelfähigkeit erreichen. Aber das hatte er doch im letzten Part gehabt. Aber das hatte er doch im letzten Part schon, oder irre ich mich da jetzt wirklich so sehr? Dann würde ich mal sagen, wie geht's denn der guten Liz? Ja, sie wird langsam müde. Und dann werden wir sie mal langsam, aber sicher schlafen gehen lassen. Damit dann nämlich der gute Peter oben sich bei Valerie an den PC setzen kann und dort dann die Kolumne schreiben kann oder schreiben üben generell erstmal. Er fühlt sich unwohl, weil er Rückenschmerzen hat durchs Altwerden. Der Arme kann einem echt leid tun. Wirklich. So, das verkaufen wir mal für 86 Simoleons. Das ist schönes Geld. Jetzt lassen wir uns nicht nehmen. Und okay, ihr könnt beide gleich sein. Einer geht hoch, einer geht runter. Das sah gerade ziemlich verstörend aus. Aber okay. Die gute Valerie. Ja, was machen wir jetzt noch großartig mit ihr, weil sie muss ja auch bald ins Bett. Sie könnte sich jetzt natürlich nochmal frisch machen und ein richtiges Entspannungsbad und nochmal so einen richtigen Wellnessabend machen, bevor sie morgen zur Schule geht und ihren ersten Schultag hat, möchte sie natürlich alle Vorzüge von dem Haus ja, nutzen können. Das heißt, wir werden mit ihr ein schönes Schaumbad nehmen oder heißt, vielleicht ihr nachher noch eine Maske drauf machen, dass sie einfach mal so richtig entspannen kann. Liz, das mag für dich vielleicht völlig willkürlich sein, aber ich finde dich wirklich attraktiv und möchte dich auf einer romantischen Ebene besser kennenlernen. Okay, alles klar. Sorry, ich empfinde nicht so. Ich glaube, Liz ist relativ glücklich mit Peter. Ja, die gute Liz wird jetzt mal weiter schlafen. Sie muss ja nur am Wochenende arbeiten. Glücklich. Ah nein, doch nicht. Stimmt ja, sie ist ja gar keine Babysitterin. Babysitterin ist ja Valerie. Ja, dann wird die Gute aber trotzdem erst am Dienstag arbeiten gehen müssen. Also kann sie sich da noch entspannen und genießen. Hier draußen steht Essen. Wieso steht hier draußen Essen? Das verstehe ich gerade nicht so wirklich. Aber in Ordnung, gar kein Problem. Obwohl, stellen wir das mal auf den Tisch und dann kann das die Valerie sich nämlich mal eben holen und auch
essen, obwohl du eigentlich satt bist. Peter, was ist jetzt mit dir? Ach so, jetzt wolltest du das essen. Okay, alles klar. Ja, du hast Hunger, das sehe ich. Was aber immer noch nicht dein Schreibfähigkeitslevel erhöht. Aber du saßt doch jetzt da oben die ganze Zeit. Was hast du denn gemacht? Peter. Damit hätte ich ja jetzt echt nicht gerechnet. So, Kolumne schreiben. Wieso kriegst du deine Kolumne nicht fertig? Erzähl's mir. Mein Gesicht sieht schrecklich aus, so kann ich nirgendwo hingehen. Was soll ich machen? Ja, du siehst ganz normal aus. Stell dich halt nicht so an, ne? Ich meine, es ist die Pubertät, da ist es normal, dass man Pickel bekommt. Das ist vollkommen normal. So, du kannst angeblich nicht nach oben an den PC, warum auch immer. Aber jetzt guck mal zusammen mit dem Peter noch abends jetzt einen schönen Film. Film ansehen mit und dann schaut er euch die Heimkehr des verlorenen Hundes an. Das ist doch ganz süß. Könnt ihr hier noch zusammen Fernsehen schauen. Ja, dann setz dich wieder hin, Peter. Mensch, wir wissen, dass du da jetzt nicht hochkommst. Warum auch immer, also setz dich hin. Schauen wir mal, wieso sie da nicht lang können. Liegt hier irgendwie was vor der Treppe oder so? Nee. Ach so, genau. Ich wollte eigentlich auch beginnen, mit der Sims 3 Kamera wieder zu spielen. Das habe ich früher immer gemacht und mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich finde es halt auch gerade beim Bauen irgendwie dann doch entspannter, weil sonst muss man halt doch schon ziemlich oft, finde ich jetzt, zwischen den Kameras wechseln. Ich habe mich jetzt in der Zeit natürlich sehr an die Sims 4 Kamera gewöhnt und muss mich jetzt erstmal wieder an die Sims 3 Kamera gewöhnen, aber das sollte gar nicht das Problem werden. So, Peter ist fertig mit Essen, das ist wunderbar. Dann kann er jetzt nochmal, nee, das bringst du bitte direkt weg. Wir wollen hier nichts. Warum? Wieso kommst du jetzt hier nicht hin? Kannst du hier deine Hände waschen? Das kannst du. Ach so, du kommst nicht an den Mülleimer ran. Okay, sorry. Daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, dass der hier so in der Ecke steht. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir alles, was irgendwie hätte stören... Ups. Das ist die Sims 3 Kamera. Krieg das bitte in dein Köpfchen rein. Dankeschön. Dass wir hier irgendwie alles schon richtig hingestellt hatten eigentlich. War mir eigentlich so. Aber, wie ich sehe, ist es nun doch nicht so. Ich hoffe auch, dass ich die Hintergrundgeräusche jetzt wie Maus und Tastatur auch ein bisschen besser ausblenden kann, weil ich weiß, wie laut das manchmal ist und es tut mir echt leid. So, Peter, jetzt hast du deine Hände gewaschen. Kannst du jetzt bitte wegwerfen? Der guten Valerie hat der Film auf jeden Fall gefallen. So, und du kannst dann... Fatima, solltest du nicht eigentlich ein Schlammbad nehmen? War das nicht so? Ich möchte sagen, das war so, dass wir das eigentlich machen wollten. Ein schönes Schlammbad. Dann machst du das jetzt bitte noch schnell. Und hörst jetzt auf mit Fernsehen schauen. Und der gute Peter wird jetzt auch noch mal... Wo gehst du denn hin? Peter, nein! Was willst du denn von denen? Es ist schon spät. Komm, sag ihnen, es tut dir leid, aber du hast gerade keine Zeit. Das funktioniert sonst hier nicht, Peter. Komm, geh auf... Oh, mir tut die Kameraführung gerade echt leid. Geh auf die Toilette. Hygiene reicht auf jeden Fall noch und dann... Valerie, nein, du gehst da bestimmt jetzt nicht schlafen. Du gehst jetzt bitte nach oben in dein Bett. Also, okay, also scheinen sie jetzt gerade ein Problem mit der Leiter zu haben. Ich glaube, die Leiter backt gerade ein bisschen rum, weil das würde auch erklären. Aber warum? Oh, mein Handy vibriert die ganze Zeit. Das ist nervtötend. So, eigentlich dürfte doch hier nichts im Weg liegen. Oder liegt das jetzt an dem Teppich hier? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt hier so gucke, ist ja eigentlich richtig so. Ne? Also. Oder sehe ich da jetzt irgendwie was falsch? Ich denke, man kann das doch so lassen, oder? Es funktioniert doch.
Jetzt erzähl mir, was dein Problem ist. Noch sonst ist hier. Ups. Ist hier nicht irgendwie was, was stören könnte? Hm. Wer weiß, was das ist. Könntest du aber trotzdem bitte in dein. Ja. Nochmal auf Toilette gehen. Wäre ganz schön. Wenn du das jetzt machen könntest. Peter, wo bist du? Ah, super, jetzt kommst du auch wieder hoch. So, der gute Peter geht dann jetzt zu der guten Liz ins Bett und wird sich da mal hinlegen und schlafen. Und dann kümmern wir uns nochmal kurz um Valerie. Und die jetzt... Was haben die denn die ganze Zeit mit dieser blöden Pflanze? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Nein, ich möchte den Teppich wieder so haben wie vorher. So, dann nehme ich die Pflanze jetzt hier einfach weg. Dann sollte es jetzt eigentlich funktionieren. Also jetzt dürfte wirklich nichts mehr im Weg sein dort, um irgendwie ins Badezimmer zu kommen oder so. Also, ja. Valerie, hier bitte einmal auf die Toilette. Valerie ist selbstsicher. Sims mit diesem Merkmal fühlen sich gut in ihrer Haut und stecken voller Zuversicht. So soll es auch sein. Die Gute soll auch selbstbewusst sein und so weiter. Das wünsche ich mir sogar für sie. Jetzt kommt sie endlich. Hä? Achso, sie geht jetzt ins Bett. Nein, 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 nein. Du sollst hier bitte auf die Toilette gehen oder kommst du da jetzt immer noch nicht rein? Also dann weiß ich auch nicht. Ach, jetzt funktioniert es. Das ist sehr schön. Dann geh... Leute, ich heule. Das ist doch kacke, wenn ich hier permanent irgendwie das Ganze hier, keine Ahnung, umstellen muss und was weiß ich nicht was alles. Einfach nur, weil... Egal, nehmen wir mal kurz den Cheat Baby Move Objects und dann werden wir einmal die Toilette drehen und dann die Tür noch ein Stückchen weiter rüber setzen. Ups. Nein, aber du kommst da. So, dann kann das Bild hier eigentlich auch mit hier rüber wandern. Das ist ja auch gar kein Ding. Sieht dann auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus. Und dann gucken wir mal, dass wir hier bei der Tür, dass wir die halt so setzen, wie sie rastet. Nämlich so. Schauen. Oder wir nehmen mal einfach eine andere Tür. Vielleicht ist es auch irgendwie an der Tür, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber so langsam bin ich auch mit meinem Latein am Ende, was dieses Badezimmer angeht. Also lustig ist das nicht mehr. So. Finde ich jetzt persönlich halt nicht so schön wie die andere Tür. Aber gut. Die haben wir hier noch halbwegs in der Farbe wie dort. Ja, komm, nehmen wir sie jetzt einfach so. Oder so. Und sorry, falls ihr immer noch irgendwie gerade im Hintergrund Geräusche hört. Das ist der Kater, der gerade der Meinung ist, hier die Schrankwand hochzuklettern und sowas. Gerade wieder voll in seinem Element zu spielen. Jetzt funktioniert es endlich. Wunderbar. So muss das sein. So, dann darfst du jetzt aber ein Schaumbad nehmen. Also ich weiß echt nicht. Also abseits des Netzes kann es ja nicht sein. Also ich gebe jetzt nochmal eine andere Toilette. Aber wenn dieses Game nicht langsam aufhört, so rumzubuggen, würde ich echt dann überlegen, ob es nicht eventuell sinnvoll wäre, mit dem Let's Play aufzuhören oder ein komplett neues Haus zu bauen. Aber das, ich weiß nicht, ob das halt an der Familie liegt oder nicht gerade. Und ehrlich gesagt, vergeht mir so ein bisschen die Lust, wenn es permanent nur am Rumzicken ist, weil man gar nicht mehr zum Spielen kommt und das nervt mich gerade einfach so ein bisschen. Also, ja. Solange mache ich das nicht mehr mit. So, würdest du jetzt... Jetzt ist die Toilette.
Nichts im Weg. Dann komm, dann geh einfach duschen. Geh duschen. Wenigstens das kannst du, das ist in Ordnung. Da geht deine Hygiene nochmal hoch. Ich versuche hier die ganze Zeit immer nur mit der Sims 4 Kamera zu steuern. Es tut mir leid, ich komme da gerade noch nicht so mit. So, dann wirst du das auf jeden Fall nochmal an Sammler verkaufen. Wie gut ist denn die Qualität? Ist die Qualität dann jetzt schon besser geworden oder eher nicht? Qualität ist schlecht. Ja, dann gehst du es an Sammler verkaufen. So, und was genau will jetzt Peter bei dir? Wieso machst du ein Nickerchen bei mir im Bett, wenn du gerade eben neben deiner Frau geschlafen hast, sage mal? Peter, sowas macht man nicht. Ich werde nochmal für den Party Sims 4 Kamera einstellen. Sowas macht man nicht, Peter. Du gehst jetzt bitte hier in dein eigenes Bett zum Schlafen. So, und wir haben es auch schon relativ spät. Die gute Val muss bald auf Arbeit sein. Und auf Arbeit, sage ich schon, in der Schule muss sie sein. Und Simmer ist hier ganz fleißig am Rumspringen. Tut mir leid, ich habe hier direkt daneben den Drucker stehen. Und dann kommt der Schreibtisch und dann ist auf der anderen Seite die Schrankwand und der Kratzbaum und dann so ein Fenster. Und das ist so voll das Kletterparadies für ihn. So, jetzt wo Valerie schlafen geht, ist die gute Liz angespannt, weil sie härter arbeiten möchte, weil sie Angst hat, dass sie nicht befördert wird, dass sie zu schlecht ist. Darum, glaube ich, brauchst du dir gar keine Sorgen machen, Liz. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Was wir hier aber machen können, ist, wir könnten Käfer ansiedeln und wir könnten Grillen ansiedeln. Und eigentlich könnten wir auch uns ein paar Samen kaufen und dann anfangen schon ein bisschen, ja, die Gartenarbeit zu steigern. Und die gute Liz kann danach auch mal graben. Wo bist denn du? Da bist du. So, also wundert euch nicht, ich spiele meistens so, dass ich die Wände halb unten habe, weil ich das sonst ein bisschen schwierig zu spielen finde. Und ich finde, so ist es dann halt angenehmer. Optisch ist es natürlich so viel schöner. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Und die gute Liz könnte eigentlich auch noch mal kurz angeln, aber da haben wir ja gesagt, dass es gar nicht so ihr ist. Finde ich schon ganz cool hier direkt so mit dem Angelplatz. Ich glaube, das könnte Peter dann so machen und dann aus dem frisch gefangenen Fisch irgendwie mal dann Essen zubereiten oder sowas. Also das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Und jetzt wird die gute Liz einmal auf die Toilette gehen. Liz hat eine Schatzkarte ausgegraben. Die wird sicher zu großartigen Dingen führen. Das wollen wir doch mal hoffen. Die heben wir uns auf jeden Fall auf. Also, die könnte man zwar verkaufen, aber nein. Die behalten wir. Die heben wir uns auf für das nächste Mal, wenn wir was zum Graben finden. So, und da die gute Liz aber trotzdem schon einigermaßen ausgeschlafen ist, werde ich trotzdem mal sie nochmal schlafen schicken, damit wir dann vorspulen können und damit dann auch Peter und Valerie zur Schule und zur Arbeit gehen können. Genau. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, und uns ist gerade etwas sehr, sehr Tolles passiert. Der gute Peter ist wach geworden und er ist beschämt, weil er sich in die Hose gemacht hat. Vielleicht ist es doch nicht das Beste, ja, ihn noch arbeiten gehen zu lassen, aber ich meine, es ist ja auch nur einmal passiert. So, und wir werden den guten Peter besuchen oder wird er von zu Hause aus arbeiten? Er geht arbeiten. Er wird arbeiten gehen, ganz normal. So, jetzt hat die gute Liz auch die Kochfähigkeit erreicht, begonnen zu erlernen. Das ist jetzt natürlich wunderbar, ne? Gut, es geht Peter eigentlich einigermaßen gut, abgesehen von seiner Sozialisierung und gerade der Hygiene, aber das kriegen wir hin. Bis dahin ist er fertig und die gute Liz kocht am Zauberkessel. Wow, ich dachte eigentlich eher, dass sie sich jetzt irgendwie in die Küche gestellt hätte und gekocht hat, aber
Das sieht schon echt cool aus und ich glaube dir auch, dass das anstrengend ist, Liz. Das glaube ich dir. Aber Gute, wer soll das alles essen? Ein ganzer Kessel voll für 3 Personen? Ist ein bisschen viel, denke ich. Ah, das macht sie einfach so gut. Erstmal einen Screenshot machen. So, der gute Peter ist immer noch am Duschen und muss eigentlich schon längst auf der Arbeit sein. Peter! Zur Arbeit gehen! Geh zur Arbeit! Peter! Warum gehst du nicht? Ich habe doch gesagt, du sollst bitte zur Arbeit gehen. Oh Mann! So, die gute Valerie ist mittlerweile auch schon aufgestanden. Ja, Peter, vielleicht probieren wir es gleich nochmal mit der Kolumne schreiben. Aber wie ihr seht, ich glaube einfach, die ganze Familie ist so ein bisschen verbuggt. Und ich weiß nicht, ich habe mir jetzt auch schon Gedanken gemacht, was mache ich, wenn es jetzt wirklich gar nicht mehr spielbar ist. Und ich habe auch schon sowieso vorgehabt, noch ein zweites Let's Play zu machen. Ich wollte mich gern an 2 Challenges eigentlich probieren und konnte mich nicht entscheiden, aber ich denke, dann werden wir beide machen und werden mit dem Let's Play hier erstmal aufhören und hoffen, dass es dann in den anderen Spielständen nicht zu solchen Bugs kommt, weil es ist schon ziemlich nervig und ich meine, das hat jetzt schon angefangen gehabt, bevor ich das ganze CC wieder mit ins Game genommen habe. Es ist mega, mega schade, weil die Geschichte, die ich vorhatte zu erzählen, fand ich eigentlich total schön, aber andererseits, sie ist nicht verloren, denn ich denke, ich werde sie in der einen Challenge auf jeden Fall mit einfließen lassen, weil die Idee passt dort auch ganz gut rein. Dann, würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr zugeschaut habt und, bin gerade so ein bisschen traurig gestimmt, dass wir doch nicht weiter mit der Familie spielen werden. Was sehr, sehr schade ist, aber es macht halt leider absolut keinen Sinn. Die Guten hier sind auch absolut gar nicht begeistert, wie man sieht. Aber kann man nichts machen. Ich meine, wenn ich ein Let's Play mache, dann möchte ich auch, dass das Game mir Spaß macht. Und wenn es mir dann halt keinen Spaß macht durch dieses ganze... Ja, ihr habt es ja selbst gesehen, dann ist es vielleicht das Beste, das Ganze erstmal einzustellen. Und dann, weiß ich nicht, ob ich den letzten Part und den Part dann länger online lassen werde oder ob ich dann nur die Erstellung und das Speedbuild lasse. Und ich denke, ich werde die Playlist so lassen. Und ja, dann würde ich sagen, würden wir uns in einem neuen Projekt wiedersehen. Ich hoffe, es ist für euch auch in Ordnung. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao!